Don't forget to subscribe. Willkommen zurück zu Dead Island Riptide. Das letzte Mal habe ich die Militärbasis gesäubert. Endlich mal. Und sie war schon ein bisschen nervig gewesen. Aber nun gehe ich heute noch weiter rein. Also ich war jetzt hier ein bisschen bei der Außenbasis vom Militär. Wenn ich doch was gereinigt habe, wieso sind denn hier noch Zombies? Und vor allem warum Rama? Ah ne, die heißen ja Wrestler. Tod ist tot! Okay, dann auf zum Übergang. Was war das denn? Sonst gehe ich immer ganz normal da durch. Viele Überlebende sind... Sonst geht sie mal ganz normal irgendwo durch und jetzt macht sie noch so eine hässliche Animation. Well, I'm inside, Hardy, but the power's out. All the lights are off. Jetzt auf einmal. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Draußen war Strom an, also die Sirenen. Und jetzt auf einmal ist plötzlich kein Strom mehr da. Soll ich das verstehen? Oder ist es eigentlich ist so... Wieso finde ich... Batterie ist eine Sache. Gut? Nein. Kraftlos Feuerachs und sie schwächer. Aber ist es überhaupt möglich? Was ist denn mit denen passiert? Die wurden ja alle abgeschlachtet. Wir sind zu spät. Es sieht aus, als wäre jeder tot. Fuck. Alright. Wir können es durch das. Get the power back up and running. If the transmitter still works, we can use it to radio for help. Okay, ich möchte gerne wissen, wer die getötet hat. Also, das Militär ist diesmal nicht böse. Zumindest jetzt erstmal. Oder die, die hier tot sind. Ich greife die trotzdem an, man weiß ja nie. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Hier ist kein Strom drin, aber ein Ventilator geht? Oder ist an? Des Weiteren, eigentlich müssen doch auch hier diese Lichter aus sein, oder nicht? Man merkt total, dass die sich hier sehr viel Mühe gegeben haben. Nice Arsch. Was soll das eigentlich da sein? Warum? Ich will nur wissen, wer dahinter ist. Ob das auch nur so ein dämlicher Untoter ist oder nicht. Ja, bück dich!
Ich möchte sein Gesicht besser ansehen können. Sag mal. Habe ich jetzt einen Bug gefunden? Oder funktioniert das hier drin nicht? Also wenn ich schon hier einige Medipacks bekomme, dann hat das nichts Gutes zu bedeuten. Nur 5 Munition, wow. Das Geräusch gefällt mir nicht. Gut. So. Bevor ich hier irgendwas mache, Geh ich das mal auf reparieren. Stimmt, ich kann auch ganz Zeit upgraden. Wieso mache ich das nie? Die Achse ist mir noch sehr wichtig. Nani? Schon, das habe ich eigentlich auch. Blitz. Hier haben wir eine relativ einfache Möglichkeit, irgendeine stumpfe Waffe in eine erschütternde Waffe zu verwandeln. Ein Hammer oder irgendeine Keule oder unter Strom wird die verrottene Freaks mit jedem Schlag zurückprallen lassen, als hätte sie einen Zug erwischt. Starkstrom. Wie mein Vater immer zu sagen pflegte, das Einzige, was besser als eine Batterie ist, sind 2 Batterien. Und zwei Batterien, die an einer soliden Klinge befestigt sind, lassen so eine lebendige Leiche mal richtig zittern. Test bestanden. Da ich sie am meisten verwende, nehme ich sie gerne. Verglast. Die Idee ist einfach ein paar Lumpen um einen Schock zu wickeln. Füg etwas Kleber hinzu und was am wichtigsten ist, Glassplitter. Ein Typ, der von so einem Ding erwischt wird, blutet wie ein geschlachtetes Ferkelchen. Pass nur auf, dich nicht selbst an den Glasscherben zu schneiden, wenn du sie auf die Lumpen klebst. Bye! Ach, das kostet auch Geld. Wollt ihr mich verarschen oder was? Upgraden ist eine Sache, dass es Geld kostet, aber das ist schwachsinnig. Ja, sie sieht nicht schlecht aus. Klar. Als nächstes finden wir irgendwann ein Pool Seife auf dem Boden oder was? Na.
Die Musik erinnert mich ein bisschen an Sonic. Also hier das ganz normale Spiel, wenn man doch dann hier diesen Musikausweis und wenn man doch diesen Teufelssong eingibt. Erinnert das mich ganz leicht. The generator's back on, Hardy. Okay, head to the comm station. It's on the top floor. Just take the stairs up. Let's just keep our fingers crossed that the transmitter's still in one piece. Ich warte nur auf diesen Schrei. Von Untoten, also Infizierte. Wieso ist das an? Ja, sicher. The fuck? Das ist bestimmt ein spezieller Zombie? Oder doch nicht? Oh mein Gott. Aber es gab mal ein ganz neues Aussehen von einem Zombie. Der jetzt mal anders ist als da und die ganzen Duplikate. Trotz Strom ist nicht alles an. Aber ich habe sogar so nicht drauf geachtet, was die gesagt haben. Die werden schon verfackelt. Verfackelt, geiles Deutsch. What the hell? Warum? I'm just outside the comm station, but a fire's blocking the entrance. Ja, got wie lange ist das Feuer schon da? If the emergency sprinkler system is still working, it'll put out the fire. The control panel is in a room just across from the conference room. Ernsthaft, was ich bei einigen Horrorspielen hasse, auch besonders bei Zombiespielen, das ist mir auch bei Zombie Armor Trilogie aufgefallen. Wieso gibt es Feuerstellen, wenn die es nicht ausbreiten? Und dann brennen sie noch hier 25. Dann brennen sie noch ewig lange weiter. Guck, es verbreitet sich nicht mal aus. Und guck mal, wieso brennt das da hinten nicht? Die müssen eigentlich schon längst verbrannt sein. Nimm den Scheiß auf! Klar. Was habe ich schon gelesen? Wenn man die einmal schlägt, werden die zurückgestoßen. Hat man total gesehen. War die Tür? Egal. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tür jetzt wirklich... Doch, die war da. Gut. Ich habe mich gerade gewundert. Ach, ich nehme jetzt einfach ein Medipack.
Maul! Oh, war das zu viel Blitz? Sorry, aber das sieht so ulkrig aus. Das sieht so aus, als tanzen sie. So, eia, der Blitz an. Eia, eia. Wieso schlägt sie nicht? Eigentlich ist das sogar sehr praktisch, dass ich jetzt so eine Blitzwaffe habe, sage ich jetzt mal so spontan. Aber was passiert, wenn ich die jetzt verloren habe? Wieso sterben da jetzt wieder, weil wieder Feuer drin ist? Wieso brennt der jetzt? Von was? Der liegt perfekt. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist ein bisschen die Hand, wie die liegt. Eigentlich müsste sie nach unten gefallen sein. Oder ist es möglich, dass man, dass auch so eine Hand so liegen kann? Oh, da schreit er erstmal um die Ecke, Penner! Das war mein Jumpscare. Und nicht immer irgendwelche billigen, in irgendwelchen ungruseligen Horror-Games. Okay, eigentlich ist es ja auch ungruselig. Heute wird mal gegrillt. Heute gibt es Zombies. Kein Wunder, warum er gebrannt hat. Wegen des Alkohol. Ja, klar, ich sehe aus, als würde ich das Löschsystem jetzt aktivieren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie nach kurzer Zeit wieder respawnen. Nachdem ich die eingesammelt habe. Aber es kann auch wirklich sein, dass ich sie im Moment übersehen habe. Ja, lauf doch normal, du Krattler. Sollte aufhören, von anderen YouTubern die Sprüche zu klauen. Aber wenn es dann irgendwann selber im Kopf ist... Mitgenommen? Stand da gerade Wasserfleisch? Oh, ich dachte, es war auch hier. So ein Medipack. Let's open this up. Donners Ausrüstung. Donnerwetter. Was hast du denn eingesammelt? Ja. Nein, du soll... Hey, nimm doch einfach diesen Scheiß. Ach, der ist verglast.
Okay. Aber warum ist das nicht selber eingestellt? That should put out the fire. Au. Ich warte immer noch auf diesen infizierten Geräusch. Dieses Baaaaaa! Für den Hinweis, dass sie kommen. Bei sowas ist es ja immer üblich, dass sie kommen. Eigentlich sind die wirklich gefühlt überall, egal wo man ist. Da ist mindestens immer einer dabei. Von den Gehern. Die sind ja auch eigentlich auch immer da, aber manchmal auch nicht. Glaube ich zumindest. Hä? Ja, ich sollte einfach mal das nächste Mal den normalen Weg nehmen. Tja, der hat zu viel gepupst. Let's take a look. Bevor er noch gelebt hatte, glaube ich. Fresse da hinten oder du wirst gekillt. Ich muss ihn da so killen. Schon offensichtlich. Maul. Krass, schon über 20 Minuten. Warum? Achso, ich glaube, der muss scheißen. Kommt mir so vor, oder ist er jetzt klein? Achso, nee, ich glaube, der ist einfach zu... Ah ja. Ich soll also außen rumgehen. Um in diesen Raum zu gehen. Ist ja nicht so, als könnte man einfach die Tür hier wegnehmen können. Nein, man muss ja unbedingt hier außen rumgehen. Ich glaube, das ist der Grund, warum man sich nicht ducken kann. Dass man hier nicht ein bisschen cheaten kann.